Einst hatten die Menschen die Cyborgs erschaffen, damit sie ihnen dienten. Doch nun ist die Menschheit in großer Gefahr. Also beschlossen sie, je zwei Vertreter jedes Volkes in einen Rat zu wählen. Den Rat der Zwölf. Dieser Rat sollte sich um die Verteidigung und die Ausarbeitung eines Planes kümmern, damit die Erde und somit auch die Menschheit gerettet werden kann. Dieser Rat setzt sich aus den Drachen, Don Dragon und seinem ersten Offizier, den Elfen, Raphael und seinem Berater, den Dämonen, El Diabolo und seinem Sohn Patrick, den Engeln, Sandra und ihre erste Leibwache, sowie noch zwei Menschen zusammen. Alle arbeiteten Hand in Hand, alle bis auf einen, denn er war ein Spion der Cyborgs, und so kam es, wie es kommen musste. Als der Rat einen Plan gefasst hatte, kam es zu einem Desaster. Die 100 stärksten Kämpfer jedes Volkes mit je zwei Führern sollten sich am Tag vor der entscheidenden Schlacht versammeln, um den Plan genauer zu besprechen. So, meine lieben Cyborgs, der Tag der Rache ist gekommen. Endlich werden wir uns dank der Informationen meines Spionus aus den Ketten der Unterdrückung befreien können. Also greifen wir, wenn sich diese dämlichen Drachen besprechen, eines ihrer Dörfer an und vergesst die Fehler nicht. Diese Trottel werden denken, es waren die Engel. Und so zogen die Cyborgs aus, um ein Dorf der Drachen anzugreifen. Aber Spuren hinterließen sie, die auf Engel hindeuteten. Zur gleichen Zeit griff ein kleiner Trupp Cyborgs die Armee der Engel auf dem Weg zum Treffpunkt an. Da sind sie, los Cyborgs, auf sie, aber achtet darauf, sie nicht zu verletzen. Die Cyborgs griffen auf Befehl ihres Kommandanten die Engel an. Engel, zu den Waffen, verteidigt euch und fällt diese abscheulichen Wesen! Es gab auf den Seiten der Engel keine Verluste, weder Verletzte, aber sie verspäteten sich durch den Zwischenfall um etwa eine Stunde. Als sie ankamen, beratschlagten die anderen schon. Als ein Bote eintraf und den Führer der Drachen, Don Dragon, sprechen wollte. Mein Gebieter! Sprich, was hast du zu berichten? Es wurde eines unserer Dörfer angegriffen. Die Spuren deuten auf die Engel. Wieso sollten die zwei Engel sonst so spät kommen? Das ist Verrat! Als die Versammlung beendet war, machte er sich selbst ein Bild des zerstörten Dorfes. Die Engel wurden des Verrats beschuldigt und es sollte zu einer Anhörung kommen, bei der die anderen Völker über das Urteil der Stammesführerin Sandra entscheiden sollten. Die Menschen sowie die Dämonen erschienen nicht. Als später Sandra zu einer Verurteilung ins Land der Drachen kommen sollte, wurde sie von zwei Elfen abgeholt. Unser Plan hat funktioniert. Diese Trottel verurteilen die Engel und geben ihnen die Schuld. Aber lasst uns das Ganze doch noch toppen und bring erst den Drachen um, der diese Truppe abholen soll. Und dann trennt ihr diese abscheulichen Elfen von diesen Engeln. Jawohl, mein Herr. Los, los, los. Es gibt Arbeit. Und so kam, was kommen musste. Als die Elfen Sandra wieder eingeholt hatten, gingen sie, ohne etwas zu ahnen, zur Verurteilung. Die Drachen hatten inzwischen über ihren Boten erfahren, dass ihre Verbindungsmänner umgebracht worden waren, und griffen die Dreiergruppe an. Sandra wurde gefangen genommen, in Ketten gelegt und ins Verlies gesperrt. Meine lieben Freunde, ihr habt gehört, was vorgefallen ist. Scheinbar haben uns diese Cyborgs zum Narren gehalten. Aber mal ganz ehrlich. Sollte nur einer unter uns Dämonen und Engeln geglaubt haben, dass Sandra wirklich die Befehle gab, die Drachen anzugreifen, so möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Nach El Diabolos Rede griffen die Engel mit den Dämonen zusammen die Cyborgs als Rache an und vernichteten sie bis auf C-1805. Nach einem längeren Gespräch starteten die Engel, um Sandra zu befreien, einen Großangriff auf die Drachen. Der Kampf endete in einem Blutbad, in dem unzählige Engel und Drachen ihr Leben lassen mussten. Diese elende Engel! Sie wagen es jetzt auch noch, uns anzugreifen und töten viele meiner Brüder. Aber auch sie werden Verlust hinnehmen. Los, bricht ihre Moral und richtet Sandra hin!
So holten die Drachen die Schwachen und in Ketten gelegte Sandra aus dem Kerker, um sie zu enthaupten. Ihr macht einen schrecklichen Fehler. Ich habe nichts verbrochen. Dieses Vorhaben der Drachen blieb nicht unbemerkt. Was tut ihr da, verflucht? Somit schloss der mächtigste Magier der Engel sie in ein Kristall ein und verbannte diesen irgendwo in die Weiten der Welt. Möget ihr Frieden finden, Sandra, und sich dieses Missständnis einmal aufklären. Für diese Heldentat verlor er sein eigenes Leben. Seit diesem Tag lebten die beiden Völker in Feindschaft miteinander, bis es El Diabolo gelang, das Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Alle suchten gemeinsam nach Sandra, jedoch erfolglos. Der Kristall, der inzwischen unter dem Namen Engelkristall bekannt war, wurde über Jahrtausende vergessen, bis eines Tages Patrick die Legende entdeckte. In einem alten Buch stand geschrieben, dass die Cyborgs erneut die Welt vernichten wollten, und wenn nicht Sandra gefunden und befreit werden würde, würde dies auch geschehen. Dies ist aber nur möglich, indem der Held der gegensätzlichen Partei, hier ein Dämon, sich mit 3 weiteren Personen, die sich blind vertrauen müssten, auf die Suche nach dem Schwert der Legende zu machen. Die 4 restlichen Mitstreiter müssen die folgenden Personen sein: die Zwillingssöhne des Raphael, die Tochter der Sandra. Also zogen Patrick, Sandras Tochter Claudia und die beiden Elfenzwillinge Daniel und Andreas los. Ein Team, das sich perfekt ergänzte. Später soll noch ein Drache hinzustoßen, die Tochter von Don Dragon. Aber ihr Name war unbekannt, und unsere 4 Kämpfer wussten nicht, dass sie sich später ihnen anschließen würde. Während dies alles geschah, schlummerte Sandra im Kristall, und C-1805 bildete eine neue Armee aus als Rache für die einstige Niederlage.